Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Foto2Go. Wir haben heute Glück. Wir machen heute noch eine Makrofolge. Und diesmal aber nicht mit dem 90mm Makroobjektiv von Sony, sondern diesmal verwenden wir ein ganz weitwinkliges von Laowa, ein manuelles Objektiv. Gibt es, glaube ich, so für 400 Euro. Ein ganz tolles Mikroobjektiv, denn wir können hier jenseits von dem 1,1er Vergrößerungsmaßstab fotografieren. Dieses Objektiv schafft bis zu 5:1 Aufnahmen. Aber das wollen wir heute gar nicht machen. Wir machen heute ein Makro mit der Vergrößerung 2,5:1. Also weit über doppelt so nah wie bei einem 1:1 Makro. Ich habe hier wieder mein LED-Licht dabei. Und zuerst werden wir jetzt mal dieses Makro anbringen und schauen, ob wir aus der Hand überhaupt ein Bild zusammenbringen. Denn hier auf dem Stein sitzt ein Wurzelbohrer. Jedenfalls glaube ich, dass die so heißen. Ich blende euch den korrekten Namen dieses Nachtfalters mal ein. Und die haben so ein ganz besonderes Köpfchen. Und ich hoffe, er bleibt so lange sitzen, dass wir die Folge noch machen können. Also anschließend bearbeiten wir das Bild natürlich auch am Rechner. Ich würde euch empfehlen, geht bei sowas in den Schatten, wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich nur. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ich kann den Stein entweder in die Sonne stellen oder in den Schatten. Natürlich macht es Sinn, das im Schatten zu fotografieren, denn hier haben wir viel weichere Schatten an dem Insekt. Ansonsten wäre das wirklich sehr, sehr, hätten wir harte Schatten. Und ich habe jetzt das Objektiv mal dran gebaut. Das ist, wie gesagt, das Laowa 25mm f2.8 Ultra Makro. Und wir haben das mal auf die kleinste Stufe gestellt, auf 2,5:1. Und wie ihr von der ersten Folge schon wisst, müssen wir die Blende wieder etwas weiter schließen. Ich versuche mal mit einer 5,6 oder f8. Und wenn uns das zu wenig Schärfentiefe ist, dann zeige ich euch noch, wie ich das decken würde. Also wir nähern uns jetzt mal ganz vorsichtig diesem Insekt an, das hier so schön verharrt auf dem Stein. Und wenn ihr mal auf Google Bilder schaut, wie diese Insekten meistens fotografiert werden, dann ist das immer so Edge von oben. Das wollen wir natürlich nicht, sondern Tiere und Insekten fotografieren wir am besten auf Augenhöhe. Dann sehen sie gleich viel beeindruckender aus und außerdem haben wir einen Hintergrund. In dem Fall geht das nicht mit dem Hintergrund, denn egal wie ich den Stein drehen würde, es wäre immer der Stein im Hintergrund. Aber immerhin können wir erreichen, dass wir das Insekt vielleicht auf Augenhöhe fotografieren. Vielleicht bleibt es sitzen, wenn ich den Stein aufkippe. Das kann ich ja mal vorsichtig probieren. Es ist jedenfalls nicht tot, das weiß ich sicher, weil es ist gerade noch, ja, es bewegt sich jetzt auch gerade. Es verlagert die Position mit uns zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das hier an den Leuchtturm lehnen. Noch bleibt es sitzen. Ja, aber der ist sehr leicht. Jetzt habe ich mal das Sony-Makroobjektiv als Beschwerung noch dahinter gestellt. Okay, dann schauen wir mal, wie nah müssen wir denn eigentlich ran? Wenn wir so ein Insekt fotografieren, ihr seht, jetzt wird es langsam scharf. Und wir haben ja jetzt nichts stabilisiert. Wir haben den Stabilisator, den gebe ich jetzt mal hier auf 25mm, denn das Objektiv hat keine technische Verbindung zum Bajonett. So, und jetzt kommt unsere Leuchte zum Einsatz. Jetzt schauen wir mal, dass wir die vorsichtig dazu schalten. Wir wollen ja das Insekt nicht vorzeitig verscheuchen. Und am besten stellt ihr diese Lampe seitlich zu dem Tier. Dann habt ihr ein bisschen, also ich würde es ja so schräg von vorne, dass wir das Gesichtchen so ein bisschen scharf haben. Aber wir dürfen es nicht komplett von vorne machen, sonst haben wir keine schöne Kontur oder keinen Schärfeverlauf. Und jetzt seht ihr, jetzt muss ich mit der ISO nach oben, dass wir das Bild halbwegs aufhellen können. Wenn ich euch das Histogramm mal einblende, dann seht ihr, jetzt verteilen sich die Pixel gleichmäßig im Bild. Wenn ich die ISO zu weit runter mache, dann drängen sich die Histogrammpixel viel zu weit links. Deswegen hier auf ISO 6400. An dieser Vollformatkamera ist das möglich. Und ihr seht, von dieser Position sieht das Tier schon total urig aus. Aber wir haben keine Schärfentiefe. Wir sehen auch kein Auge. Ich kann ja mal auf die Seite gehen. Vielleicht sehen wir dann das Auge so ein bisschen. Ja, das sieht beeindruckend aus. Hier kommt das Auge auch zum Vorschein. Das sieht ja immer aus wie so ein Löwenköpfchen, finde ich immer bei diesen Insekten. Ganz vorsichtig, es bewegt sich nämlich schon. Also ich würde es aus dieser Perspektive fotografieren. Ihr seht, da ist nämlich der Stein auch im Vordergrund schön unscharf drauf. Und im Hintergrund der Stein wird natürlich komplett aufgelöst. Also da bleibt nicht mehr viel übrig. Ich spiele jetzt mal nochmal mit der Lampe rum, dass ich die vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr von der Seite kommen lasse. Ja, und ich würde sie wahrscheinlich sogar noch ein bisschen näher stellen. Weil wir aufpassen müssen, denn das Insekt hat im hinten weiße Konturen im Flügel, die möchte ich nicht überstrahlen. So, jetzt würde ich ganz vorsichtig in die Fokuslupe gehen, schön auf das Auge scharf stellen, mich vorsichtig rantasten. Und wenn wir die Facetten im Auge sehen, dann sind wir richtig.
Und dann mache ich mal in dieser Position ein Bild. Und ihr seht, wie sehr das wackelt. Das können wir gar nicht ruhig halten. Und ich weiß auch nicht, ob das was geworden ist. Okay, ich habe jetzt ein paar Mal abgeschossen mit einer 400stel. Das bedeutet, das Tier ist definitiv drauf. Aber die Schärfentiefe ist sehr klein. Und wenn wir schon eine Folge Foto2Go machen, dann machen wir sie gescheit. Ich habe hier nämlich noch ein Stativ und eine Mikroschiene mitgebracht. Die Mikroschiene, die habe ich mir mal selber gebaut. Das ist eine billige. Die kostet, glaube ich, nur so 10 bis 15 Euro, die untere Platte. Und die obere Platte kostet auch noch mal ein paar Euro. Ich kann euch das ja mal alles unter das Video verlinken. Und mit ihr haben wir den Vorteil, dass wir die Kamera, diesen Schlitten, verstellen können. Und da können wir die Kamera zehntelmillimeterweise heranfahren. Immer ein Zehntelmillimeter weiterdrehen, fotografieren, ein Zehntel weiterdrehen und so weiter. Und so können wir die Schärfentiefe dann in Photoshop zusammenbauen. Diese Schiene gibt es auch sehr hochwertig und wesentlich besser ausgeführt von Novoflex. Die kostet aber weit über 100 Euro. Die habe ich mir mal noch nicht geleistet, vielleicht irgendwann mal, denn das mache ich ja wirklich sehr häufig mit dem Stacking. Und da ist natürlich eine professionelle gleitende Schiene wirklich besser. Okay, die baue ich jetzt mal aufs Stativ. Und dann machen wir weiter. Okay, jetzt habe ich den Stein und den Leuchtturm an die Kante des Tisches weiter vorschieben müssen, damit wir mit dem Objektiv und mit dem Stativ dahin kommen. Es gibt auch Stative mit einer umlegbaren Quersäule. Da kann ich euch ja auch mal eins unter das Video verlinken. Die habe ich ja auch schon zur Genüge vorgestellt. Und momentan haben wir noch Glück, dass das Insekt sehr schön still sitzen bleibt. Jetzt mache ich mal das Licht wieder von der Seite an. So, das stellen wir ungefähr hier hin. Schauen auch, dass es nicht umfällt, dass wir das Tier nicht stören. So, und jetzt haben wir den Vorteil. Ein bisschen wackelt der Tisch. Das gefällt mir noch nicht so gut, aber vielleicht kriegen wir das hin. Jetzt haben wir den Vorteil, jetzt können wir natürlich die Verschlusszeit verlängern, denn wir haben ja jetzt ein Stativ. Und das hat zur Folge, dass wir die ISO wieder absenken können. Und das ist ja gut für das Rauschen, also das Rauschverhalten, dass wir das Rauschen im Bild senken. Ich würde hier mal auf eine 50stel gehen, ich möchte es nicht übertreiben, weil der Tisch doch leicht wackelt. Und da reicht uns jetzt eine ISO 1000 für den Spaß, ja, das ist ja schon mal ganz gut. Und dann gehen wir auf eine zweisekündige Vorauslösung, also auf einen Selbstauslöser mit 2 Sekunden Vorlauf, dass die Kamera berührungsfrei und zitterfrei ausgelöst wird. Und jetzt seht ihr schon auf dem Bild, ich hoffe, es spiegelt nicht so sehr, das kann ich mal sehr schlecht sagen. Jetzt drehe ich hier den Schlitten, den Fokusschlitten so weit vor, bis das Tier anfängt scharf zu werden. Dann justiere ich nochmal die Neigung des Bildes. Ich möchte das Insekt so im oberen, in der oberen Bildhälfte haben, vielleicht so, dass ich halt auch ein bisschen Stein im Vordergrund habe. Dann klemme ich das Stativ, mache alles schön fest und dann fangen wir an, das Tier zu stacken. Das heißt, irgendwo hier, wo es dann weiß beginnt zu pixeln, irgendwo hier liegt die Wahrheit. Und jetzt beginnen wir mal mit den Aufnahmen. Ich mache jetzt mal die erste. Dann drehe ich wieder etwas nach vorne, mache die zweite. Jetzt fangen die Fühler vorne oder diese Hörfühler das Pixeln an. Das heißt, da liegt die Schärfe gerade. Da tun wir uns jetzt ganz vorsichtig, das Tier hält gerade sehr schön still, tun wir uns da jetzt ganz vorsichtig durchhackeln. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal weiter meine Stacking-Aufnahmen und wir treffen uns dann in Lightroom und Photoshop. Okay, jetzt konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe das Ganze nochmal auf 5:1 gestellt. Und jetzt versuchen wir mal nur ein Detail noch zu fotografieren. Das Objektiv schluckt bei 5:1 ganz schön Licht. Während dem Objektiv interessiert ist, das kann ich ja mal verlinken, beim Foto Franz ist es bestimmt zu haben. Da gibt es nämlich noch ein LED-Ringlicht dafür, das habe ich sogar, aber das habe ich jetzt nicht hier auf dem Balkon dabei. Und deswegen stacken wir uns jetzt hier mal noch durch das Gesichtchen von dem Insekt durch. Und dann schauen wir uns das Ergebnis in Photoshop an. Okay, dann befinden wir uns jetzt in Lightroom und ich zeige euch im Schnellverfahren, wie ich dieses Bild bearbeiten würde. Zuerst öffnen wir das einzelne Foto, das ich aufgenommen habe mit der hohen ISO. Und ihr seht dann schon hier, es ist eine Reihe von vielen Aufnahmen, die ich dann mit der Stacking-Methode aufgenommen habe. Ich zeige euch jetzt zuerst einmal mein Vorgehen bei der Einzelaufnahme. Ihr seht, die Schärfentiefe ist sehr gering bei diesem Vergrößerungsmaßstab und deshalb ist das Makro nicht ganz so ausdrucksstark, als hätten wir die Schärfentiefe zusammengebaut, aber dazu kommen wir ja gleich. Zuerst einmal sehen wir im Histogramm, dass das Bild ziemlich kontrastarm ist, denn wir sehen hier, es hat weder viel Schwarz noch viel Weiß und es ist auch etwas zu dunkel, weil das Histogramm sich etwas weit links befindet. Deswegen würde ich zuerst einmal die Belichtung so eine halbe Stufe, ja 0,5 sowas nach oben ziehen. Die Lichter reduzieren wir mal auf einen Wert
zwischen 40 rum ungefähr. Tiefen hellen wir ein bisschen auf, weil wir haben ja hier auch so ein bisschen Schatten. Aber ihr seht, das Bild ist milchig und kontrastarm. Dazu kommen wir dann gleich noch. Den Weißwert würde ich mal auch etwas anheben, damit wir einfach hier im Histogramm rechts noch etwas füllen. Aber auch links den Schwarzwert können wir ruhig noch ordentlich nach unten ziehen. Weil das Bild wirklich sehr flau ist, würde ich Dunst entfernen, nach oben ziehen, aber alles nur vorsichtig, denn das sieht dann auch sehr schnell übertrieben aus. So, jetzt kümmern wir uns mal um den Weißabgleich. Das Ganze wirkt etwas rötlich. Dazu klicke ich hier einfach mal auf den grauen Stein im vorderen Bereich und wir sehen, das Bild ist sofort viel grünstichiger. Also was heißt, jetzt ist es korrigiert worden. Wir wissen natürlich nicht, ob der Stein hundertprozentig grau ist oder das typische 18%ige Grau enthalten hätte, aber es ist auf jeden Fall mal ein guter Ausgangswert, um den Weißabgleich grob einzustellen. Und da wir die Beleuchtung sehr gelblich hatten oder leicht gelblich, würde ich jetzt dem Ganzen einen kühleren Look verpassen. Ich würde jetzt hier mal so auf 4300 Kelvin gehen, denn dann wirkt das ringsrum gleich noch ein bisschen kühler. Vorne würde ich eine mit einem Verlaufsfilter hier so eine, ja, so eine Art Vignette reinziehen. Gehen wir mit der Belichtung mal so auf minus 1, das darf ein bisschen drastischer ausfallen, ja, dass der Blick des Betrachters auf dem Insekt landet und nicht irgendwo. Dann gehen wir hier oben auf neu und machen noch einen Verlauf und ziehen mal hier von links noch einen Verlauf rein. Den würde ich auch noch in der Belichtung runtersetzen, ja, dass wir hier nicht so viel ablenkenden Spielraum ringsrum haben. Und dann würde ich dem Ganzen noch eine blaue Farbe hinzugeben. Also wir ziehen das Ganze hier ins Kühle, sodass der Schatten im linken Bereich sozusagen so ein bisschen kühler ausfällt. Das gefällt mir sehr gut. Das harmoniert wunderschön mit diesen goldenen Tönen im Bild. Dann ist mir das Insekt hier links noch etwas zu dunkel. Da würde ich jetzt einfach mal einen radialen Filter, weil mit Tiefen aufhellen würde ich jetzt nicht mehr arbeiten, denn dann hellen wir uns auch die anderen Tiefen im Bild auf. Und das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nur hier in diesem Bereich etwas mehr Licht reinbringen. Also hier einfach radialen Filter leicht anheben. Ruhig ein bisschen mehr die Helligkeit anheben, denn jetzt fügen wir dem Ganzen noch ein bisschen Kontrast in dem Bereich hinzu. Sonst wirkt das sehr milchig und Kontrast dunkelt auch wieder ein bisschen ab. Deswegen ruhig ein bisschen mehr hier an Helligkeit anheben. So, dann gehen wir nochmal auf einen neuen radialen Filter und ziehen nochmal hier über dem Kopf ungefähr so einen neuen radialen Filter, denn das Laowa 25 mm ist nicht gerade bekannt dafür, dass es extrem scharf ist. Zudem haben wir hohes ISO-Rauschen und deswegen würde ich jetzt in dem Bereich Struktur hinzugeben. Wir schärfen zwar das Bild später noch, aber bei unscharfen oder bei leicht unscharfen Objektiven, sagen wir mal, ich möchte nicht übertreiben, ist Struktur ein Mittel, wo wir wirklich perfekt punktuell nochmal Schärfe reinbringen. Ich finde, das funktioniert teilweise sogar besser wie das eigentliche Schärfen. Das gefällt mir auch nicht immer an der Stelle. Dann sehen wir, haben wir hier oben so ein hässliches, komisches Teil drauf liegen, so ein weißes. Das können wir dann mit dem Bereichsreparaturwerkzeug mal maskieren und schauen uns mal an, wie die Korrektur ausfällt. Ja, gefällt mir noch nicht so gut. Dann ziehen wir das lieber in die Nähe, dass die Struktur, dass die Haare hier so ein bisschen weitergeführt werden. Dann gehen wir mal auf Fertig und schauen uns das von Weitem an. Und ja, man sieht hier schon, dass die Haare ein bisschen unterbrochen sind. Da muss man ein bisschen rumspielen. Vielleicht auch mal, ja, hier kommt das Weiß dann wieder zurück. Das müssen wir lassen. Aber hier unten im unteren Bereich kann man dann so ein bisschen rumspielen, bis das dann nicht mehr so auffällig aussieht. Also so, glaube ich, sieht das ganz gut aus. Und das Gleiche kann man dann hier drüben noch machen. Einfach hier den weißen Bereich mal wegmalen. Und dann nimmt er sich das aus der Nachbarzelle. Und das sieht dann schon ziemlich realistisch aus. Am Ende würde ich das Ganze noch ein bisschen nachschärfen. Nicht zu viel, denn wir sind ja wirklich mit der ISO sehr hoch gewesen. Den Radius der Schärfung würde ich auf 2,0 heute erhöhen, weil das Objektiv nicht so schön scharf ist. Details würde ich auch mal so auf 40 hochklicken und dann maskieren, wie wir da das Ganze mit der Alt-Taste gedrückt. Da seht ihr, dann wird nicht das ganze Bild verrauscht, sondern nur der Bereich, den wir schärfen möchten. Und am Ende ziehen wir die Luminanzrauschreduzierung mit 20 nach oben, weil wir ja wirklich mit einer sehr hohen ISO gearbeitet haben. Am Ende ist es Geschmackssache, können wir dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen Vignette geben, also hier, dass der Blick des Betrachters noch ein bisschen ins Zentrum geht. Und so würde ich es jetzt einfach mal dabei belassen. Also Shift-V ist dann vorher, nachher, so war es vorher und jetzt ist das Bild so. Nichts Berauschendes,
aber doch eine Verbesserung. So, und jetzt kümmern wir uns mal um die Bilder, die wir dann noch im Stacking bearbeiten wollen. Deswegen würde ich zuerst einmal das erste Bild markieren und mit der Shift-Taste das letzte Bild anklicken und hier unten rechts auf Einstellung synchronisieren. Und hier sollten alle ausgewählt sein, aber was wir nicht synchronisieren wollen, ist zum Beispiel hier die Bereichsreparatur. Die wollen wir nicht synchronisiert haben. Wir wollen die Struktur nicht synchronisiert haben, weil das auch das Ganze überschärfen würde, wenn wir die Bilder jetzt dann im Fokus nacheinander zusammenstecken. Genauso die Schärfe würde ich auch rausnehmen. Das können wir dann beim fertigen Einzelbild machen, wenn wir es gesteckt haben, wenn wir die Fokusebenen hintereinander gestapelt haben. Alles andere würde ich lassen. Also die ganzen Filter dürfen mit übernommen werden, aber nicht die Bereichsreparatur, denn das Insekt sitzt ja durchs Zittern immer an einer anderen Stelle und deswegen wäre es Schwachsinn, hier die Bereichsreparatur mit zu übernehmen. Und ihr seht, das wird jetzt hier auf die Bilder gelegt. Ist noch nicht alles fertig, aber fast. Bevor wir Richtung Photoshop rübergehen, würde ich noch eine Sache machen. Und zwar würde ich hier im ersten Bild nochmal mit dem Radialfilter an der Stelle, wo der weiße Streifen im Flügel ist. Ich habe so den Eindruck, dass der ein bisschen überbelichtet war. Hier würde ich einfach nochmal einen Radialfilter draufsetzen und hier die Lichter schon mal vorsorglich deutlich reduzieren und vielleicht auch ein bisschen das Weiß auf -7, also nicht übertreiben, so dann auf Fertig gehen. Denn wenn wir das jetzt dann stapeln, kann es eben passieren, dass sonst diese Stelle zu sehr überstrahlt. Dann gehen wir wieder auf Einstellung, synchronisieren. Und jetzt fügt er eben jedem Bild nur noch diesen radialen Filter dazu. So, dann gehen wir auf Rechtsklick, Bearbeiten in Photoshop als Ebene öffnen und jetzt wird eben hier Photoshop geöffnet und alle Bilder landen übereinander im Stapel und das überspringen wir jetzt mal zeitlich, weil das dann doch ganz schön lange dauert. Okay, dann sind die ganzen Bilder rechts im Stapel gelandet. Da klicken wir das erste mit der linken Maustaste an, scrollen runter, halten die Shift-Taste, klicken das letzte mit der linken Maustaste an, dann gehen wir auf Bearbeiten, automatisch ausrichten, auf automatisch lassen, dann auf OK. Was Photoshop jetzt macht, ist, dass es die ganzen Verwackler, die wir haben von Bild zu Bild, eben übereinander rechnet und versucht, die meisten Überlagerungen im Bild, die übereinstimmen, eben aufeinander zu setzen, sodass wir danach den Fokus überblenden können und dass eben das Insekt bei jedem Foto auf demselben Platz sitzt. So, das sieht doch gar nicht mal so schlimm aus. Das habe ich schon schlimmer gesehen. Und zwar sehen wir das jetzt hier an den weißen Rändern. Hier sind die Verwacklungsüberlagerungen im Grunde. Also hier wird in das Bild etwas hineingekroppt, um diese Verwacklungen auszugleichen. Dann gehen wir hier auf das Beschneidungswerkzeug und schneiden gleich mal diesen Rand weg, sodass wir dann wirklich nur noch den Kern des Bildes drauf haben. Jetzt wird durch diese ganzen Ebenen einmal hindurchgeschnitten. Und das ist jetzt das fertige ausgerichtete Bild, immer noch alle Ebenen markiert, gehen wir auf Bearbeiten, Ebenen automatisch überblenden, Bilder stapeln, nahtlose Töne und Farben. Dann gehen wir auf OK. Nun werden die scharfen Bereiche des Bildes jeweils für die nächste Ebene übernommen und übereinander gestapelt, sodass wir dann am Ende ein Bild erhalten sollten, was von vorne bis hinten scharf ist, jedenfalls in dem Bereich, wo wir selber den Fokus bewegt haben. Das Photoshop, das wir hier sehen, das hat ja früher mehrere tausend Euro gekostet als Profi-Version und heutzutage ist ja das freigeschalten in der Abo-Version mit Lightroom Classic zum Beispiel. Also wenn ihr diese 11,89 Euro oder was das sind im Monat als Abo abschließt bei Adobe, dann ist diese Profi-Version von Photoshop auch dabei und dann könnt ihr solche professionellen Dinge auch mit erledigen. Es gibt aber auch kostenloses Stacking Software. Ich selber habe mich damit noch nicht näher auseinandergesetzt. Da kann man dann sehr viele Bilder hintereinander stapeln. Ich selber habe meistens nur 20 bis 30 Bilder gebraucht und da hat mir Photoshop meistens ausgereicht. So, wir sehen schon, das ist das fertige Bild. Das sieht doch schon sehr, sehr beeindruckend aus. Wir haben hier eine hohe Schärfentiefe drin. Übrigens auch Fehler im Bild werden multipliziert. Wir sehen zum Beispiel hier oben rechts Sensorflecken, die dann natürlich auch mehrfach im Bild sich niederschlagen.
Aber ansonsten haben wir hier ein schönes Bild. Das Weiß konnte ich nicht mehr ganz retten hier hinten. Ihr seht, da hat der Scheinwerfer dann doch zu sehr überstrahlt. Da hätte man ein bisschen vorsichtiger mit der Belichtung sein müssen. Aber im Großen und Ganzen ist das trotzdem ein sehr beeindruckendes Bild. Wenn ich das habe, dann gehe ich hier unten mit Rechtsklick auf Hintergrundebene reduzieren. Und jetzt werden alle Ebenen übereinander gepackt. Dann gehe ich auf Datei speichern und jetzt wird ein TIFF angelegt. Hier oben laufen die Prozente hoch und das wird dann in Lightroom sichtbar. Und dann kann ich es in Lightroom ganz bequem mit den Standard-Tools weiter bearbeiten. Das TIFF ist jetzt hier unten drin und da gehen wir jetzt mal ins Entwickeln-Modul. Als erstes wollen wir natürlich diese hässlichen Punkte hier wegstempeln. Das geht ja dann ganz leicht. Markieren wir einfach den Bereich, den das betrifft, mit dem Bereichsreparaturwerkzeug und gehen dann auf Bestätigen. Ist jetzt nicht ganz so sauber gewesen, aber ihr wisst, um was es geht. So, und was mir bei dem Bild nach wie vor auffällt, also wir haben hier natürlich Sachen, die wir korrigieren könnten. Hier ist ja wieder dieser weiße Strich drin, den könnten wir wieder, also dieses Haar oder was das ist, den könnten wir wieder beseitigen. Wir könnten hier aber auch die anderen Körnchen alle mit Handarbeit hier beseitigen. Dann würde das Bild auch wesentlich schöner. Übrigens auch schön zu sehen, wie es auf der linken Seite jetzt auch schön scharf ist, das Ganze, dieser Hörfühler. Und hier, ihr seht hier in dem Bereich ist trotzdem das Bild irgendwie so ein bisschen milchig. Und das können wir jetzt eben nochmal mit Dunst entfernen optimieren. Ihr seht das, da wird das Ganze noch ein bisschen knackiger. Ich würde aber sagen, das Dunst entfernen würde ich hier lokal begrenzen, dass man sagt, man geht hier nur hin, damit einfach das Bild im hinteren Bereich nicht überstrapaziert wird in der Sättigung. Und deswegen würde ich Dunst entfernen jetzt einfach hier mit einem radialen Filter nochmal anwenden. Das darf ruhig ein bisschen dunkel werden da hinten. Hauptsache dieses Milchige geht dann verloren. Und somit, man könnte jetzt auch noch sagen, das Bild ist einfach zu kräftig. Da könnten wir jetzt die Sättigung nochmal runterziehen. Das wirkt ja auch immer ganz schön, wenn die Farben hier hinten nicht gar so überstrahlen. Man könnte jetzt hier das Blau nochmal ein bisschen hochholen. Man könnte hier das Haar nochmal beseitigen, was da oben ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt hier unser Ziel erreicht. Am Ende, habe ich ja gesagt, möchte ich dem Ganzen wieder seine Struktur zurückgeben. Da können wir jetzt auch einen größeren Bereich nehmen, denn wir haben jetzt hier mehr Schärfe im Bild. Können wir jetzt ungefähr diesen Bereich nehmen und dann einfach sagen, hier wollen wir eine gewisse Struktur haben. Auch nichts übertreiben, vielleicht mit 20er Wert. Und dann ist das unser fertiges Ergebnis. Jetzt könnte man natürlich nochmal spielen mit Lichtern reduzieren oder dem Ganzen Klarheit verpassen. Das sieht dann immer ganz böse aus. Oder reduzieren, je nachdem, wie nach Geschmackssache kann das jetzt angepasst werden. Aber im Großen und Ganzen ist das eben erstmal das fertige Ergebnis. Das gleiche werde ich jetzt nochmal mit den unteren Bildern machen. Das Endergebnis davon blende ich euch jetzt ein, einfach aus Zeitgründen. Mir hat das gefallen, das euch mal zu zeigen und ich würde mich freuen, wenn ihr zu einem weiteren Video mal wieder reinschaut zu mir. Bis dahin, tschüss!